Was geht, meine lieben Freunde, Alexander hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, ich bin mal wieder auf den Streets nach langer, langer Zeit, nach 2 Wochen. Und ich dachte mir, wir drehen mal wieder ein neues Video und zwar, okay, Date or Not Serie geht zwar weiter, aber, Arbeit. Arbeit. Wir haben ein paar interne Probleme, mal wieder. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wir drehen heute spontan, also nicht ich habe es mir gedacht, sondern TJ hat es gedacht. Er hat ihm gesagt so, hey Bro, lass mal einfach deine letzte Nachricht an deinen Ex drehen. Und ich dachte, wir drehen einfach das Video. Ich muss sagen, wir reden gar nicht so lange rum. Folgt mir auf Instagram, hier zu sehen, Snapchat, hier zu sehen. Und folgt meinem Kameramann, hier zu sehen. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange rum. Ich bin mal echt gespannt, was die Leute alles sagen. Und ich würde sagen, let's go. Stell dich mal kurz vor. Aber also, warte mal, wir kennen ja Prince von irgendwoher, ne? Woher kennt man dich? Keine Ahnung. Special Pass. Special Pass. Ja. Ich brauch gar nichts mehr sagen, Digga. Smash, Digga. Auf jeden Fall, Bruder, stell dich mal kurz vor, trotzdem, für die Leute, die dich nicht kennen. Also, ich heiße Prince Samuel Jr., ich bin 19, ich bin Albamerikaner, Italiener. Ja. Ich bin Savas, ich bin 20 Jahre alt und ich bin Grieche. Du bist 20 Jahre alt und bist Grieche? Ja, Mann. Stark. Ich hätte gedacht, du bist Marokkaner, Bro, wegen Seiten, siehst aus wie Abdi, Bruder. Weißt du, worum es geht heute? Nein, Boy, erzähl mal. Also, du weißt nicht, worum es geht, aber hast trotzdem mitgemacht. Ja. Bist du einverstanden, 10 zu sein auf YouTube? Ist das okay, ich muss nicht? Alles klar, Seele verkauft, Bro, auf jeden Fall. Katsching. Ich bin Kubi, 19 Jahre alt. Kubi a cappella? Kubilay. Ich bin 19 und komme aus der Türkei. Türke sen? Türke mi evet sen? Evet ben Türk'üm. Nerede Türkiye sen? Çanakkale. Çanakkale vay çok güzel yani. Ben Antalya. Antalyalı. Evet. He tatilcisin. Evet ya. Hattest du eine Beziehung? Ja. Okay und wie lange ging die? Die längste? Fast 2 Jahre. Gab es ein paar technische Probleme. Und was sind diese technischen Probleme? Sie wollte von ihrer Seite nicht mehr. Normalerweise würde ich jetzt sagen, stell dich mal kurz vor, aber jeder kennt dich. Ich heiße Rodriguez und ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Frankreich, Portugal, Spanien. Alles klar, Digga. Hattest du schon mal eine Freundin gehabt? Ja. Und wie lange wart ihr in einer Beziehung? Also die längste ist 6 Monate. Und die kürzeste? 2 Wochen. Also hattest du eine gute Beziehung oder eine wackelige Beziehung? Also 2 Wochen sind schon eklig, aber ich meine die 6-monatige oder was auch immer. War kritisch. Ihre Eltern haben mich nicht akzeptiert, weil sie waren ihre Eltern? Ja. Und sie war Rumänerin? Ja. Weil du kein Vampir warst von Transsilvanien, haben die nicht akzeptiert. Spaß, Bro. Woran lag's? Ich weiß selber nicht. Keine Ahnung, hab nicht gefragt. Bruder. Bitteschön. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja. Echt? Ja. Oh ja, wie lange? Seit 4 Jahre. 4 Jahre jetzt? Mhm. Bis jetzt oder wie? Nein, nicht bis jetzt. Also. Aber es waren allgemein 4 Jahre. Naja. Und die kürzeste Beziehung? 1 Woche. Da hält sogar mein Akku länger. Wenn du eine letzte Nachricht an deinen Ex schicken dürftest, was wäre das? Bruder, seid ihr ehrlich? Meine Ex ist wirklich, wirklich eine Krachbar, Digga. Ja, weißt du? Wieso? Ne? Weil ich war mit ihr zusammen, sag, lass mal rausgehen, sag, hey, nein, sie hat Besuch zu Hause, das darf nicht. Und dann, ich habe sie einfach beim Machen getroffen, sie hat mit anderen rumgemacht, vor meinen Augen. Nein! Doch. Und sie sagt, don't stop the cap! Und dann hat sie gesagt, ja, ich will sie nicht zusammen, sie kennt mich nicht. Hart. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja. Okay, wie lange ging die? Die längste? 2 Jahre. Oh ja, stark. Und wie lange ging die kürzeste? 2 Wochen. 2 Wochen? Die Frage von heute ist, Bro, deine letzte Nachricht an deinen Ex, wie lautet sie? Warte mal. Hat es gut geendet oder nicht? Ja, schon. Gut geendet? Gut geendet. Wir sind immer noch befreundet, aber... Dein Kumpel hinter der Kamera schaut ganz anders. May you do you, man. Also im Großen und Ganzen, war das eine gute oder eine schlechte Beziehung? Am Anfang ging's, aber... So. Dann ging's in den Bach runter. Ja. Was ist passiert, Bruder? Hau mal raus. Es gab also Streit zwischen uns und so, das. Wir kamen nicht klar und so, weißt du, ich meine. Also manchmal lief ganz gut, weißt du, so... Wir gehen raus und so, weißt du, ich meine, so auf, ja, Liebebasis, aber manchmal aber, so einfach nur streiten. Am meisten streiten, deswegen hatten wir beide... Hat sie für dich gekocht? Ja, schon. Mit Salz oder ohne Salz? Mit Salz. Ah, oh, okay. Die letzte Nachricht an meinen Ex. Du hast mir schon vieles gut getan. Natürlich hatten wir Ups und Downs in der Beziehung. Du hast mir viel beigebracht fürs Leben. Ich wünsche dir noch viel Glück. Oh ja, süß, Digga. Ja, normal. Ich wünsche keinem Menschen was Schlechtes. Wenn sie Zeit für mich genommen hat, dann hat sie schon lange Zeit für mich genommen. Es hat echt Spaß gemacht mit dir immer. Psych! Aber... Die Wendung. Es ist doch nicht so, wie du gesagt hast, meintest du jetzt. Also, sie hat schon echt viel Scheiße gebaut in der Beziehung. Was ist passiert, Bruder? Die letzten Monate in der Beziehung hatten wir halt ein bisschen Streit. Sie hat halt Abstand immer von mir genommen, dies, das. Ich habe Scheiße gebaut, sie hat Scheiße gebaut. Und dann hieß es, sie fliegt in die Türkei.
habe ich gesagt, okay, ich habe extra auf ihr Zuhause aufgepasst. Sie hatte so Fische zu Hause, ich so, weiß schon, ich kann vorbeikommen, jeden Tag die Fische füttern und so. Dann ist sie halt zurückgekommen, hat halt immer noch so, war abweisend zu mir. Und dann hat mein bester Freund gesagt, der ja auch ihr bester Freund war, hat zu mir gesagt, dass er sie mir fremdgegangen ist in der Türkei. Und sie sagt halt, es stimmt nicht, aber ich habe schon viele Sachen gesehen, was andeutet, dass es stimmt. Du warst viel zu süß davor. Bre, also sie ist dir sozusagen, also du denkst, dass sie dir fremdgegangen ist, ich und es gab viele nicht, Anzeichen. Ich sag nicht, dass es sicher ist. Ich sag nicht, ich beschuldige sie auch nicht dafür, aber es gibt viele Anzeichen dafür, dass sie es getan hat. Ah, verdammt. So, Bruder, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber hart. Das hat mir jetzt vieles beigebracht für die nächste Beziehung. Ah, genau, das ist Erfahrung wert, ne? Meine nächste Freundin wird sehr viel Glück haben. Deine letzte Nachricht an sie jetzt. Ey, yo. Zwischen uns war, weißt du, ein paar Probleme. Also, manche von denen kamen von mir. Das kann ich euch zugeben und so, weißt du, ich meine. Stark. So 80% von dieser Probleme kamen von mir. Und es tut mir leid, was ich der angetan habe. Also, wenn ich nicht gut genug war, es tut mir leid. Mhm. Ich hoffe, du findest einen besseren. Mhm. Und schöne Rutsch. Neues Jahr. Also Leute, ich will ja nur sagen, ne, wenn man jetzt München mit anderen Städten vergleicht, dann sind die Münchner ganz schön süß, Digga. Münchner sind ganz schön lieb, Digga. Und was ist deine letzte Nachricht an ihr? Bruder, ich werde zu ihr sagen, du bist ein kleiner F***er, dann rede nie wieder mit mir, ruf mich nie wieder an. Hart. Sehr hart. Hart. Deine Freunde zu Hause bei der Mann. Aber emotional. Okay, und ich wollte dann sagen, Digga, Prince, was machst du jetzt hier? Letzte Nachricht an deine Ex. Hau mal raus, Bruder. Sie war echt ein gutes Mädchen, so. Ich habe sie wirklich geliebt mit ganzem Herzen und so weiter. Ich würde alles für sie tun. Immer noch? Oder nicht mehr eigentlich? Nein, nicht mehr jetzt. Okay, gut, gut. Sie hat einen Freund, die soll glücklich sein, fertig ist. Auf jeden Fall, ihre Eltern haben sie mich nicht akzeptiert. Das würde schon krass sein, diese Mischung, weißt du, Griechenland und Rumänien. Einer wünscht sich, Digga. Also hast du gewünscht, ne? Ja, jetzt aber nicht mehr. Ja, leider nicht mehr. Das ist das allerletzte Wort, hast du jetzt. Glücklich mit deinem aktuellen Freund. Ja, bau dir Familie auf, bleib gesund, dies, das, so. Wow, es ist Zeit für das Outro, denn ich fahre in meinem Auto. Alles klar, Digga. Leute, das war schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal für mehr. Ganz wichtig, Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, falls ich ein neues Video poste. Die Date or Rot-Serie geht auf jeden Fall weiter. Schreibt mir auf Instagram, falls ihr mitmachen wollt. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange rum. Macht's gut und ciao. Ich kann mal Insta rein kurz pushen. Natürlich. Prince_brown_skin. Digga, bist du einfach schon, dass du das Post auf YouTube ist, okay? Ja, ist okay. Okay, ich muss auch sagen, alle folgen mich auf TikTok. Genau, kannst du auf jeden Fall machen. Rodrig_Neymar19 und auf Insta Rodrig.069_. Was geht ab? Was ist? Du auch hier? So, ich auch hier. Warte, was geht hier ab, Digga? Ja, auf TikTok heiße ich der eine aus Salonika City. Und auf Snapchat Neymar_Junior.4. Du musst einfach, dass du das Post auf YouTube ist, okay? Ich bin einverstanden. Auf Insta Kubi.xy.